Wenn ich mein Windows installiere, habe ich immer das Problem, dass ich zusätzliche Tools installieren muss. Scheinbar hat das jetzt auch Microsoft erkannt und liefert deutlich verbesserte Programme bei der initialen Installation mit. In diesem Video schauen wir uns das Snipping Tool, den Task Manager und das Notepad an. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal mit dem Snipping Tool an. Bei mir war es immer so, wenn ich mein Windows installiert habe, habe ich zusätzlich immer ein Tool gebraucht, das auch Screenshots machen kann. Zugegeben, es gibt natürlich auch das Snipping Tool, das mitgeliefert wurde die ganze Zeit. Das hat bei mir aber nie so richtig gut funktioniert, denn da waren einfach viel zu viele Klicks notwendig, um das Ergebnis zu erzielen, was ich gebraucht habe. Was ich gerne mache ist, ich möchte einen Screenshot machen. Der soll dann automatisch auf die Festplatte gespeichert werden. Einfach damit er gesichert ist. Gleichzeitig soll der aber auch in die Zwischenablage kommen. Und jetzt als i-Tüpfelchen hätte ich noch gerne die Möglichkeit, einen Screenshot auch zu bearbeiten. Zum Beispiel einen Kreis, um irgendwas zu ziehen, um auf irgendwas im Screenshot aufmerksam zu machen. Und zu meiner Überraschung kann das Snipping Tool jetzt genau das und sogar noch ein bisschen mehr. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum euer Snipping Tool nicht die Funktionen hat, die ich gleich zeige, dann schaut mal hier unten rechts ins Eck. Ich habe eine Windows Insider Preview. Und das andere, was ich auch noch habe, ist, ich habe ein Snipping Tool auf einer ganz aktuellen Version. Das zeige ich euch natürlich auch gerne. Ich gehe hier mal auf Einstellungen, damit ihr die Versionsnummer sehen könnt. Und die Versionsnummer ist eben die 11.2.3.09.16. So, das ist jetzt geklärt. Ich zeige euch jetzt, was dieses Snipping Tool eben kann. Die ganze Zeit war es ja so, wenn ich in Windows die Drucktaste auf meiner Tastatur benutzt habe, dann wurde immer ein Screenshot des gesamten Bildschirms gemacht und in die Zwischenablage kopiert. Dann hätte ich später das vielleicht noch zuschneiden müssen und so weiter. Das ist jetzt alles deutlich besser. Ich öffne mal den Microsoft Store und drücke jetzt die Drucktaste. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier einen Screenshot machen und jetzt bekomme ich durch die Drucktaste hier oben ein Auswahlmenü. Ich kann also eine Freihandzeichnung zum Beispiel auswählen, ich kann ein Rechteck auswählen, ich kann das Vollbild auswählen oder ich kann halt nur ein Fenster fotografieren. In der Regel nutze ich hier diesen rechteckigen Modus. Ich denke, die meisten von euch werden das auch so machen und deshalb lasse ich den jetzt im Default so eingestellt und ziehe mal hier so einen Kasten um den Microsoft Store. Jetzt sehe ich hier unten, dass sich so ein Pop-up einblendet, da klicke ich mal schnell drauf. So, und jetzt sind zwei Sachen passiert. Zum einen hat das Snipping Tool dieses Bild in die Zwischenablage kopiert. Das heißt, ich habe das jetzt direkt verfügbar, könnte das zum Beispiel in Word einfügen. Was aber auch passiert ist, dass der Screenshot, der wurde jetzt direkt hier unter Bilder und Bildschirmfotos abgelegt. Da steht zum Beispiel dann auch die Uhrzeit dabei. Ich sortiere das Ganze jetzt mal zum Beispiel hier nicht nach Name, sondern nach Datum, wann es aufgenommen wurde. Und hier finde ich dann den neuesten. So, mache ich mal einen Doppelklick drauf und hier ist jetzt eben mein Screenshot. Sehr praktisch, denn das ist jetzt auf der Festplatte gespeichert und mein Backup-Programm kann sich das abholen und dieser Screenshot geht eben nicht verloren. So, dann der nächste Vorteil. Ich habe es jetzt im Snipping Tool geöffnet und das Snipping Tool bietet jetzt einen kleinen Editor schon mal an. Wenn ich also jetzt einen Screenshot habe und möchte auf irgendwas aufmerksam machen, kann ich mir hier oben einen Stift auswählen, gerade auch für Tablets natürlich viel besser als hier mit der Maus rumzuzeichnen und kann hier das Zeichnen anfangen, kann irgendwas zuschneiden und kann vielleicht auch Sachen, die ich jetzt nicht sehen möchte im Screenshot oder nicht weiter schicken möchte, hier wegradieren. Nee, kann ich nicht wegradieren, der Radierer ist tatsächlich hier nur für meine schon gezeichneten Sachen. Zu diesem Löschen kommen wir gleich noch. Also es gibt hier verschiedene Optionen. Ganz neu hinzugekommen ist die Textaktion, da klicke ich mal drauf und jetzt macht er eine Texterkennung über das Bild. Das heißt, wenn mir jemand einen Screenshot schickt und ich muss daraus zum Beispiel, sagen wir mal, ein Passwort rauskopieren oder irgendwas Langes, was ich nicht abtippen möchte, dann kann ich das damit jetzt auch tun. Auch das ist sehr praktisch und habe ich bisher tatsächlich immer vermisst. Das konnte zum Beispiel mein ShareX, das hatte eine OCR-Erkennung. Und wenn jetzt diese Editieroptionen hier oben gar nicht ausreichen für das, was ich machen möchte, dann kann ich hier auf In Paint bearbeiten gehen. Und jetzt habe ich wirklich alles zur Verfügung, was ich mir nur wünschen kann. Ich meine, ich habe Paint nie benutzt die letzten Jahre, aber das hat sich hier auch ein bisschen gemausert. Und ich kann jetzt tatsächlich auch so Kreise ziehen, Vierecke ziehen, Rechtecke ziehen, so Symbole einblenden und kann dann eben auch Dinge löschen. Zum Beispiel hier einfach einen Kasten drüber ziehen und dann kann ich Dinge aus dem Screenshot rauslöschen.
Also da hat sich wirklich viel verbessert bei diesem Snipping-Tool. Das war immer auf jeden Fall eine Baustelle, die ich hatte bei mir in Windows. Ich musste das Ganze immer neu installieren. Und das Snipping-Tool hat noch eine weitere Neuerung. Ich kann jetzt nicht nur Bilder aufnehmen, sondern ich kann auch in den Videomodus schalten. Klick hier einmal auf Neu. Ja, zugegeben, ich hätte hier natürlich gerne auch direkt den großen Bildschirm ausgewählt. Aber ich kann auch so ein Kästchen ziehen und das im Nachgang noch anpassen, so dass ich am Ende eine Vollbildaufnahme habe und kann jetzt hier anfangen, ja, ein Video aufzunehmen. Also hier sieht man, hier wird wirklich stark entwickelt an dem Tool. Und ja, das wird am Ende viel Software ersetzen, die man später nicht mehr nachinstallieren muss. Es gibt ja auch direkt Clipchamp, das ist ein kleines Editierprogramm, das mitgeliefert wird bei Windows. Ich kann also selbst jetzt mein Video theoretisch hier direkt editieren. Meiner Meinung nach müssen sich jetzt so einige Firmen warm anziehen, die daraus ja ein Geschäftsmodell gemacht haben. Zum Beispiel TechSmith hat ja mit Snagit oder auch mit Camtasia Programme rausgebracht, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben. Natürlich ist der Funktionsumfang deren Software mittlerweile gewachsen und kann viel mehr als das, was Windows hier bieten kann. Aber trotzdem, für die meisten Nutzer reichen vielleicht solche einfachen Sachen schon aus, um eine komplette Softwarelösung zu ersetzen. Kommen wir aber zum zweiten versprochenen Tool. Wir schauen uns mal das Notepad an, was sich hier geändert hat. Da sind wir relativ schnell durch. Ich suche hier mal nach Notepad und öffne jetzt den Editor. Hier hat man sich wohl so ein bisschen bei Notepad++ orientiert, will ich mal vorsichtig sagen. Die Funktionalitäten sind immer noch sehr einfach, aber so wie ich jetzt gerade die Entwicklung von Microsoft sehe, könnte hier vieles noch nachkommen. Ich habe jetzt hier also, wie man es kennt halt, mein Notepad und kann hier irgendwas schreiben und habe jetzt hier oben aber noch Tabs. Also ich kann hier beliebig viele Tabs öffnen und kann hier weiter dran arbeiten. Und ein Vorteil von Notepad++ war ja, man musste hier nichts speichern. Und diesen Vorteil hat jetzt hier auch das Windows Notepad. Ich schließe das Ganze mal, werde jetzt eben nicht mehr gefragt, ob ich hier irgendwas speichern möchte, sondern ich kann jetzt einfach das Notepad nochmal aufrufen und meine ganzen alten Notizen sind hier in den Tabs wieder da. Also zwei Neuerungen im Prinzip, es gibt Tabs und das Speichern entfällt hier. Ja, wie gesagt, hier sind wir schnell durch, hier gibt es jetzt nicht wirklich noch was zu erzählen. Das dritte Tool ist der Task Manager und der wurde ja kontinuierlich auch immer entwickelt, aber wir gehen jetzt einfach mal durch das durch, was der alles bietet und wie der so ein bisschen so Tuning-Tools auch ersetzt hat. Früher oder ja, manche machen es heute immer noch, benutzen ja zum Beispiel C-Cleaner oder andere Tools, um irgendwie sehen zu können, was geht hier auf meinem System eigentlich vor. Und das kann jetzt dieses Programm, also der Task Manager, schon ziemlich gut abbilden. Zumindest Teilbereiche davon. Wir kennen ja jetzt hier die normale Prozessübersicht, ganz klassisch. Hier kann ich mir halt auch Sachen ein- und ausblenden lassen. Eine Prozessname zum Beispiel kann ich mir hier noch anschauen lassen. Jetzt habe ich hier oben auch eine Suche, das ist wirklich sehr komfortabel. Kann ich auch eben nach Dingen suchen und hier die besser im Auge behalten. Das Feld Leistung, gut, das kennen wir schon lange, damit kriegt man auch eine gute Übersicht über alles, was so läuft. Aber interessant finde ich zum Beispiel auch den App-Verlauf. Hier wird quasi in die Vergangenheit geschaut und ich bekomme eine Anzeige, welches Programm die CPU wie lange beansprucht hat. Und das ist sehr wertvoll, denn so kann ich zum Beispiel stromhungrige Programme finden oder Programme finden, die zu viel CPU-Zeit brauchen und ineffizient arbeiten. Ich habe vorhin zum Beispiel Updates im Microsoft Store laufen lassen und dementsprechend sehe ich jetzt natürlich, dass der viel CPU-Zeit gefressen hat. Das macht also absolut Sinn. Der nächste Punkt ist Autostart von Apps. Das ist ja jetzt nun auch schon länger drin, aber naja, ist halt schön hier die Übersicht nach wie vor zu haben. Man sieht die Startauswirkung und kann die Programme aktivieren und deaktivieren. Und wenn man sich unsicher ist, was ist das überhaupt, kann ich direkt die Online-Suche benutzen. Weiter geht's mit Benutzern, auch ja, alt eigentlich das Feature, ich sehe, wer halt alles angemeldet ist und wie der Verbrauch ist. Dann gehen wir mal auf Details, das war jetzt übrigens kein Schnitt, sondern das Hintergrundbild hat sich gerade von sich aus geändert. So, hier sehe ich jetzt die ganzen Prozesse, die laufen, das konnte ich mir ja vorhin auch einblenden lassen. Also da, ja, Prozesse mit Details, ohne Details, wie auch immer. Und interessant auch, dass jetzt hier die Dienste reingewandert sind. Ich kann zum Beispiel hier sehen, welche Dienste gerade laufen.
ja, ist auch praktisch. Die Dienste an sich, die gibt es ja auch nochmal separat, aber hier kann ich schon mal einen ersten Überblick bekommen. Also, der Task Manager ist mittlerweile recht erwachsen geworden und bietet schon mal einen Rundumblick zumindest, was auf dem System so vorgeht. Oder man findet hier Programme, die das System langsam machen, kann den Autostart bearbeiten und so weiter. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Programme euch bei Windows 11 besonders gut gefallen, oder habt ihr vielleicht auch ein Programm, das ihr nicht mehr installieren müsst? Zum Beispiel eine Bildbearbeitung wie IrfanView. Benutzt ihr die noch? Oder sind die Tools, die von Windows mitgeliefert werden, für euch schon ausreichend? Ich danke euch fürs Zuschauen und hier kommt der Abspann.